So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Wir gehen auch direkt rein. Aber natürlich muss ich erstmal Danke sagen an alle, die derzeit so fleißig am Kommentieren sind. Gerade auch in der Emote-Playlist, wo ich jetzt mal alle alten Sachen hochladen werde. Also Grüße gehen da an jeden Einzelnen raus. Ihr seht schon, Rücken-Accessoire Kaiserin ist zurück. Und wir gucken uns natürlich direkt alles an. Aber denkt dran, wenn ihr mich unterstützen wollt, natürlich gerne auch meinen Creator-Code eintragen. YT-FamilyHack. Grüße gehen auch an alle Supporter raus. So, dann gucken wir uns das Rücken-Accessoire mal an. Das ist seit über 2 Jahren nicht im Shop gewesen. Lol. Also 2 Jahre ist schon huiuiui. Aber das Schwierige ist halt, mit welchem Skin willst du das zusammentun? Also mit dem Skin wird zum Beispiel schon mal sehr, sehr seltsam aussehen. Also schreibt mal in die Kommentare, zu welchem Skin passt das? Also ich kann mich nur noch daran erinnern, mit den ganzen Haustieren, man soll die streicheln, die Aufgaben dazu weiß ich auch noch. Aber mal gucken. So, was haben wir noch drin? Die Farben Wirbelbomberin. Natürlich wieder in 23.000 Varianten. Kappa. So, nee, einmal normale Variante, einmal die dunkle Variante. Dann haben wir des Weiteren drin. Bin ich jetzt verloren? Was sind hier die Unterschiede? Ach so, wegen der Pickaxe. Ah, als Paket kostet es 1,9. Der Skin kostet an sich 1,5. Und die Pickaxe kostet einzeln 1,2. Ist so ein Schnäppchen, oder? Kappa. Also ich weiß nicht, warum manche Pickaxe und Kleider so teuer sind. So, dann haben wir Suki wieder mit drin. Dann ist die Kupferwespe auch wieder drin. Mit heftiger Hieb. Ich sage 1200 V-Bucks für eine Pickaxe. Dann Stachel wieder drin. Und der Totenschütze ist ebenfalls wieder drin. Auch in seinen 2 Varianten. Einmal mit Hut, einmal ohne Hut. So, dann die Spektralsense. Welle des Todes. Das ist eigentlich eine schöne Tarnung. Das ist wirklich eine schöne Tarnung. Mal gucken. Doch, die ist nice. Dann, wie gesagt, die Kaiserin. Dann haben wir das Weitere. Magnus ist wieder zurück im Shop. Auch ein schöner Skin. Aber gut, klar, wir gehen halt so. Obwohl, hier in die Season passt da eigentlich wieder rein. Dann haben wir Safari mit drin. Auch mit 2 Stilen. Ja, gefällt mir der Stil auf jeden Fall deutlich besser. Deutlich. Das hier sieht so ein bisschen, keine Ahnung, typischer amerikanischer Urlauber. Dann Zeit zu tanzen. Ihr wisst ja, Emote ist schon bereits hochgeladen. Ich werde es oben rechts einfügen und in dem Sinne würde ich sagen, gehen wir weiter. Der gute alte Fackelwirbel ist wieder da. Auch lange nicht da gewesen, meine ich. Dann das neue Emote, Lama-Wippe. Ah gut, ist halt nichts Besonderes, aber wenn ich mir überlege, du hast einen Gegner hops genommen, machst dann die Lama-Wippe, Dann der Zauberwürfel ist ebenfalls zurück. Und nein, er wird das niemals lösen. So, was haben wir noch drin? Von gestern natürlich die ganzen Fischgeschichten. Immer noch alle drin. Da hat sich gar nichts verändert. Der Skin ist auch noch drin. Blobber ist auch noch drin. Dieser Seestern ist drin. Die Magimeisterin, der Sushi-Meister ist ebenfalls noch drin. Dann das Horizon Zero Paket ist auch noch komplett drin, genauso wie das Herz im Mut. Dann Anime Paket noch drin, Pickaxe drin. Dann, ich habe schon geguckt, das Lava Paket ist drin und das Fischige Angebot ist auch noch drin. Da, wo ich ja auch den Agenten schon von habe. Und dann würde ich sagen, gucke ich mal gerade nebenbei noch ganz schnell, ob es heute V-Bucks gibt. Oh ja. Heute gibt es 100 V-Bucks in Rette die Welt. Einmal auf Level 23, einmal Level 46 und einmal Level 52. Also heute nochmal 100 V-Bucks extra in Rette die Welt. Also wer da zugeschlagen hat schon damals, der wird heute auch wieder schön absahnen können. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch einen schönen Start in die Woche und haut rein.